Hey, Miles. Es kam eine Nachricht aus dem Versteck in meiner alten Wohnung. Du hast im Penthouse gewohnt? Damals, in den frühen Prowler-Tagen, als ich für Fisk gearbeitet habe. Fisk? Ja, ich weiß. Ich weiß noch, wie ich die Schlüssel bekam. Ich wollte meinen großen Bruder so sehr beeindrucken. Aber er schämte sich, weil er wusste, wie ich sie bekommen habe. Was immer Dad auch gedacht hat. Er hat dich immer geliebt. Ich weiß das zu schätzen, Neffe. Vielleicht glaube ich es auch eines Tages. Ich weiß immer noch nicht vieles über Onkel Aaron und Dad. Welche Geschichten sie wohl noch hatten? Viele Drohnen. Was verstecken die hier sonst noch? Zum Ansitz komme ich später. Ihr seid erledigt! In Ruhe alles durchsuchen. Ich stöbere so gerne einen Roboter. Nette Basis habt ihr da. Hoffentlich macht Spider-Man sie nicht kaputt. Die Drohnen aufgeladen und starten. Was wohl passiert, wenn ich sie überlade? Emsiger Vogel, bist du vom Ansitz hierher gezogen? Sollte den anderen Ansitz prüfen, um die Basis zu finden.
letzter Ansatz für diese Basis. Keine unsichtbaren Verstecke in New York haben. Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool. Die Basis ist ansitzlos. Mal sehen, was ich finden kann. Ich bin so vorsichtig wie möglich. Die Jäger haben auch mitgekriegt, dass Brooklyn absolut cool ist. Die Basis wird nicht mehr lange Drohnen beherbergen. Jetzt kann ich sie ausschalten.
Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Tut mir leid, Leute. Der Strandtag fällt aus. Der Sandkristall gehört jetzt mir. Ich schüttle die Fieslinge bei der Schule ab und komme heim. Ich gehe durch die Eingangstür. Aber du bist nicht da. Sie sind da. Was haben sie mit dir gemacht, Kimia? Wie bösartig von Kraven, dass er seine Leute auf Markos Kind ansetzt. Ich brauche mehr Kristalle, um zu wissen, was passiert. Markus' Erinnerung kehrt zurück. Er ist außer sich. Die Ärzte versuchen zu ergründen, was passiert ist. Es ist wohl nicht alles seine Schuld. Ich sag Bescheid, wenn ich mehr weiß. Jäger haben diese alte Armeebasis zu einer Drohnenstation umfunktioniert. Ich muss sagen, wird der Platz klug genutzt. Ach, wirklich? Vergiss nicht, diese Drohnen sollen dich töten, Kumpel. Mist. Stimmt ja. Schalten wir sie aus. Schließ die Ladestation unbedingt an eine Stromquelle an, um die Drohnen zu zerstören. Holen wir ein paar Vögel runter. Lieblingsprojekt. Er tut sehr geheimnisvoll, was die Ziele angeht. Auf mich wirken sie nicht so super. Der Schein kann trügen. Es geht uns nichts an, den Raven jagen. Wir wollen ihn nur unterstützen. Sag mir das nochmal, wenn sich wieder Sand von der Straße erhebt und dich töten will.
So schnell kommt keine Verstärkung. Hier laden sie die Drohnen auf. Wenn du dein Netz von einer Ladestation zu einer Stromquelle spannst, kannst du sie überladen und grillen. Weiter so. Nur noch zwei übrig.
Glaubst du, du kannst jetzt mehr über die Kravinovs erfahren? Sicher steuern Sie die Basis von hier. Und noch eine verschlüsselte Datei. Wladimir, was ist denn jetzt? Ich hätte mitkommen können. Du wirst nicht gebraucht. Offenbar werde ich nie gebraucht. Hast du Angst, dass ich dich übertreffe? Genau das will ich. Aber von dir? Amüsiert dich das, Vater? Deinen Kindern ihr Geburtsrecht zu nehmen? Das Geburtsrecht beinhaltet nur eines, das Versprechen des unvermeidlichen Todes. Du willst, dass wir uns um Reste schlagen, aber ich werde zurückholen, was uns gehört. Was mir gehört. Vlad scheint ganz nach seinen Eltern zu kommen. Hoffentlich nimmt er einen Umweg hierher. Oh ja, weiter mit den anderen Basen. Ich will keine Willkommenspartys für ihn. Die Jäger sind weg und die Drohnen startunfähig. Das kannst du ziemlich gut. Kann ich besser brauchen als Sie. Ich glaube, das ist was für Pete. Wieder so ein EMS-Experiment. Gut so, Miles. Diese Windturbinen sind klein, aber oho. Werden sie in Höhenströmungen eingesetzt, sind sie eine potenziell autarke Quelle sauberer Energie. Später fliegen sie zu einer Dockingstation. Aber jetzt möchten wir sie für einen ersten Probelauf platzieren. Die Stiftung wurde zerstört, aber zum Glück können die Wissenschaftler im Homeoffice arbeiten. Mit den Netzflügeln sollte ich damit auf die richtige Höhe kommen.
Man nennt das nicht umsonst Brooklyn Heights. Und ab geht's! Ha! Die Netzflügel allein geben nicht genug Auftrieb. Ein kleiner Schub noch. Die Kreuzung Cord und Montague ist super windig. Ich habe oft Papiere verloren, wenn ich da durchgegangen bin. Nutzen wir das als natürlichen Windkanal. Und jetzt Einsatz! Flieg frei, kleine Turbine! Kabam! Noch eine! Na also! Toll! Alle erfolgreich gestartet! Ich mach mich... Eine Turbine ist beschädigt? Was? Wie? Das muss ich mir ansehen! Ich muss darauf! Fangdrohnen greifen die Turbine an! Ich muss sie aufhalten! Hier schon wieder? Müssen wir uns immer über den Weg laufen? Komm uns nicht in die Quere, dann tun wir das nicht. Echt? Ich bin euch im Weg? Okay, das waren alle. Ich muss die Turbine zurück an ihren Platz bringen. Da! Alles läuft wieder. Dr. Nguyen sollte dringend eine Art Turbinen-Security für die Dinger einrichten. Mal sehen, was Dr. Young hier draußen vorhat. Peter, danke für Ihre Hilfe bei unseren Tests zum maschinellen Lernen. Ähnlich wie damals bei der Emily May Stiftung, lernen unsere Drohnen, was sie draußen tun sollen. Sobald sie bereit sind, fährt die Aufnahme fort. Okay, dann mal los jetzt. Der Test besteht aus zwei Teilen. Erst müssen Sie der Drohne beibringen, was sie anvisieren soll, um die Bienen zu schützen. Schön. Trainieren wir ein paar Bienendrohnen. Oh, und zwar möglichst bevor der Akku der Drohne leer ist. Sorry, wir arbeiten an der Akkulaufzeit. Verstanden. Also los. Nein, danke, bienenfressende Wespen. Wer hätte gedacht, dass Ratten Bienen fressen? Bienenwölfe? Verschwindet! Ratten fressen wirklich alles. Erwischt. Der Datensatz ist komplett.
Jetzt bringen Sie der Drohne bei, optimale Nistplätze zu identifizieren und zu markieren. Bienenimmobilie? Dann mal los. Achten Sie auf die Flaggen. Sie markieren ideale Orte. Auf geht's! Akku niedrig. Oh Mann! Ich bin wie ein Bienenimmobilienmakler. Ein Immobilienmakler. Bingo! Der Datensatz ist komplett. Die Drohne fliegt nun zurück und lädt die Daten hoch. Danke, Peter. Das dürfte gutes Material für die KI sein. Hoffentlich findet Dr. Young das auch. Was haben wir denn hier? Hallo Peter, willkommen zum Praxistest unserer hocheffizienten Batteriefahrräder. Super. Wir möchten, dass Sie mit dem Rad durch 10 Kontrollpunkte fahren, um reale Akkuwerte zu messen. Gehen Sie zum Fahrradständer im Central Park. Ihr Ausweis gewährt Ihnen Zugriff. Wir brauchen keine Schlagzeilen. Das ist ein Job für den guten Pete. Jetzt kann ich eins dieser coolen, hochmodernen Dinger fahren. Okay, los zum ersten Kontrollpunkt. Gleich komme ich an den Kontrollpunkt. Heute gibt's ein Konzert. MJ, Harry und ich haben tolle Shows im Park gesehen. Hey, das Schild ist eine gute Rampe. Fantastisch, das war ein cooler Sprung. Früher waren Harry und ich hier jeden Sommer auf Konzerten. Das könnten wir mal wieder machen. Check. Wow,
Das ist nicht normal. Ich denke nicht, dass das Fahrrad ein eigenes Feuerwerk geben sollte. Das ist nicht sicher. Bei diesem Tempo überlädt die Batterie und explodiert. Ich muss es schnell zur Fahrradstation bringen, wo man die Ladung sicher entladen kann. Ich habe schon viel explodieren sehen, aber das wäre mein erstes Fahrrad. Schnell jetzt. Vielleicht kann ich die Überladung durch einen Tempoboost ein wenig reduzieren. Die Brücke ist blockiert. Ich muss irgendwie darüber. Verzeihung! Ganz ruhig, Drahtesel. Halte durch. Puh, das war verdammt knapp. Die Batterie wird sicher entladen. Aber Dr. Nguyen sollte wissen, dass ein Kurzschluss offenbar eine thermische Reaktion bewirkt hat. Wenn es nicht im Labor passiert ist, sind sicher die variablen Außentemperaturen schuld. Ich habe ein paar Ideen für die Wärmeregulierung. Das sind eine Menge Nistkästen. Gute. Peter, danke für die Hilfe. Wie zuvor schulen wir die Drohne darin, Feinde wie Ratten und Bienenwölfe zu erkennen, damit sie die Nistkästen bewachen kann. Okay, lassen wir alles mal hochfahren. Zeit für Zielübungen. Bienenleibwächter aus Queens. Gib dem Wort Bienenqueen eine neue Bedeutung. Das ist aber ein großer Kerl. Sehr schön. Ratatat, Ratte. Das ist ein seltsamer Job. Unbekannter Feind entdeckt. Nicht zu verwechseln mit Bienenqueens. Oh, dieser Vogel. Er sucht die Nester. Er will die Bienen fressen. Aha. Merops albicolis, ein Weißkehlspindbienenfresser. Der Name sagt schon alles. Ich muss den Vogel dorthin scheuchen, wo er herkommt. Ich frage mich, ob diese Drohne einen Realweltmodus hat. Cool. Jetzt kann ich den Vogel tatsächlich in Schwung bringen. Perfekt. Das reicht, um den Vogel zu ärgern, ohne ihn zu verletzen. Wenn ich herausfinde, wo er herkommt, kann ich sehen, ob da noch andere sind. Hey, Vogel! Ich kann dir nicht folgen, wenn du nicht fliegst. Los jetzt! Dir einen kleinen Schuss. Husch, husch, Vögelchen. Bleib in Bewegung, Kleiner.
Ich muss schießen und ihn aufscheuchen. Erwischt, Vögelchen. Du darfst die Bienen aus Queens nicht fressen. Oder die Bienen Queens. Ah, das ist dein Zuhause? Du musst entwischt und dir einen Snack gesucht haben. Die Tür steht offen. Ich sollte sie schließen, bevor du wieder entkommst. Na bitte. Okay, ich schätze, das war's erstmal. Die Drohne fliegt im Handumdrehen zurück in die Basis. Keine Ahnung, ob bienenfressende Vögel die ganze Stadt bedrohen, aber ich sage es Dr. Young. Wir sollten die Drohnen unbedingt auf die Suche nach Ausreißern programmieren. Hey, Dr. Young, dann mal los. Hallo, Peter. Zeit für eine letzte Übungsstunde. Sie kennen das. Helfen Sie der Drohne, Feinde und optimale Nistplätze zu finden. Ich muss nur die Drohne starten. Machen wir ein paar Zielübungen. Erwischt! Immer wieder nett, durch Brooklyn zu fliegen. Prospect Park muss man lieben. Noch einer weniger. Volltreffer. Ja, ich muss die Nistplätze markieren. Ja, bring dich zurück in die Garage. Was war das gerade? Hat jemand die Drohne geklaut? Ich muss zum letzten Ort, von dem sie gesendet hat. Ich will wissen, wo sie hin ist. Ah, keine Spur von ihr oder jemandem. Diese Typen haben eine Garage erwähnt. Ein paar sind ganz in der Nähe. Wenn ich die richtige finde, sollte ich die Drohne vom Dach aus wieder verbinden können. Ich sollte mal diese Garagen überprüfen. Keine Verbindung. Diese kann es nicht sein. Signal. Hier kann es nicht sein. Er ist okay, nur etwas betäubt. Er bewegt sich gar nicht. Bingo, hier bin ich richtig. Ich verbinde mich mit dem Videosignal. Was ist das hier? Und noch wichtiger, wie komme ich da rein? Jede Menge Käfige. Noch mehr Bienen. Keine Ahnung, wieso diese Typen Bienen sammeln. Aber man darf sie hier drin nicht einsperren. Ich sollte besser den Schalllasermodus aktivieren. Schlagen wir zwei Bienen mit einer Klappe. Ich befreie sie und dann helfen sie mir, die Tür zu öffnen.
Die Viecher sind überall! Holt mich hier raus! Hallöchen! Hier sind unsere neuen Kandidaten. Schlag ins Gesicht! Spider-Man! Drohne, Sicherheitsmodus, flieg nach Hause! Okay, Jungs, sagt mir bitte mal eins. Bienen? Was? Noch nie von Marktplätzen gehört? Ja, das ist aber eine extreme Nische. Sorry, ein Spinnenkostüm tragen aber alles besser. Da ist der! Achtung! Eine bienchenspäte Ankunft! Schnapp ihn! Leute, echt! Man muss doch leichter Geld verdienen können! Warum jocken dich ein paar Bienen? Wisst ihr, wie viele Pflanzen existieren dank der Bienen? Sie spielen eine wichtige Rolle bei... Na, ist doch egal. Aber völlig. Kräfte, na gut. Puh, das waren alle. Ich erzähle Dr. Young definitiv von den Absichten dieser Wilderer. Das ist nicht gut für Bienen, reale oder Drohnen. Ein Sandkristall. Marco hat seine Erinnerung überall in New York zerstreut. Wie viele? Denn noch bitte! Was willst du beschützen? Zurück zum planmäßigen Programm. Weiter mit dem Sandkristall. Ich fange an zu schreien und verliere die Fassung. Wenn sie dir etwas angetan haben, ich spüre, wie der Sand die Kontrolle übernimmt. Und dann schütten sie irgendeine Chemikalie auf mich. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich gebe mein Bestes, wach zu bleiben. Ich verliere das Bewusstsein. Und dann sehe ich schwarz. Muss starkes Zeug gewesen sein, wenn es Sandman umhaut. Aber was ist mit Chemie?
aus dieser Basis waren korrekt. Das ist ein Jägeransitz. Ob vielleicht noch eine Basis in der Nähe ist? Finde ich bestimmt ein paar heiße Jägerinformationen. Okay, Drohne, was hast du für mich? Gut, gut, gut. Was ist in dieser Basis? Ohne Funk erreicht man keine Verstärkung. Du besuchst also oft andere Ansitze. Ich muss die Basis finden. Also weiter mit den Ansätzen.